Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Deponia Doomsday. Und ja, wir sind immer noch dabei. Wir müssen jetzt alles nochmal von vorne machen. Ja, kommt, alle Mann auf Position. Und dann, wie wir es geprobt haben. Wir überspringen das alles mal, weil... Möge Tetanus uns beistehen. Ja, weil diejenigen, die es noch nicht kennen, guckt bitte die alten Folgen. Das ist alles eine Wiederholung, weil wir in der Zeit zurückgereist sind. Und wir müssen das jetzt hier alles nochmal machen. Wir gehen auch weiter gleich ins Dorf. Dann müssen wir hier nochmal lang. Hey, Rufus! Ah, ja, Wenzel. Nicht jetzt! Kürbislaterne! So viel Zeit muss sein. ja, jetzt komm raus. Ja. Hallo, Lotti. So. Hallo, Toni. Uhu, Schnutzen. Bla, bla, bla. Ich muss dir unbedingt. Ja, kennen wir schon. Ja. Jedenfalls. Kennen wir auch schon. Oh. Was denn? Gar kein zynischer Comment. Keine zweite. Ja. Tut mir auch ein bisschen leid, dass wir es jetzt alles so machen müssen. Aber. Ich muss noch meine Kristallgläser einpacken und Papst. Ja, kennen wir schon. Wie meinst du das? Hauptsache, Gläser sind heil. Ja, viel besser. Na, das wird ja eine lustige Ballonfahrt. Ach, halt den Rand. So, den Dartfeind nehmen wir uns trotzdem nochmal. So, dann spielen wir nochmal eine Runde Dart. Ich hoffe, jetzt funktioniert das wieder gleich. Und... Nein, okay. Tja, leider daneben. Gut, dann müssen wir das also auch nochmal machen. Dann nehmen wir das. Dann nehmen wir den Bart. So, das Schild brauchen wir immer noch nicht. Gehen wir mal raus. Mit Lotti brauchen wir auch nicht quatschen. Mit Wenzel brauchen wir auch noch nicht quatschen. Zum Stadttor, runter, bla bla bla. Ach ja, ist das schön. So, dann gehen wir jetzt mal zur Tür rein. Gucken, was da los ist. Na, Mac Chronicle, alles in Ordnung. Wie jetzt? Hä? Bernhard hat schon zu? Ich brauche doch noch Signalraketen, falls mein leicht entzündlicher Gasballon Feuer fängt. Wieso haben die zu? Tony, nein, nicht den Elefanten freilassen! Er ist ein niederträchtiges, pinkfarbenes Ungeheuer! Schau dir deinen Elefanten mal genau an, Rufus. Und? Fällt dir etwas auf? Mir fällt auf, dass der Konstrukteur der Falle ein Genie gewesen sein muss. Ich meine am Elefanten. Ach, jetzt sehe ich's auch. Er ähnelt einer drexikanischen Pinata. Meinst du, es fallen Leckereien heraus, wenn ich dagegen schlage? Aua! Alter. Tatsache, alles voll. Aber Moment mal, diese Bonbons kenne ich doch. Sind das nicht dieselben, die deine Mutter immer lutscht? Ach, Rufus. Das ist gar kein Elefant, sondern deine Mutter. Was du nicht sagst. Bitte nicht zu hart zuschlagen, okay? Warte kurz. So, du hast genau einen Satz. Ja. Was will man dazu noch sagen? Im Prinzip war es eine Verwechslung, aber dass wir jetzt sagen, wir haben ihre Mutter mit einem rosa Elefanten verwechselt, klingt halt einfach verkehrt. Das war ein verrückter Zufall, klingt einfach wieder nach einer Ausrede. Also, wir sagen halt, es war ein Versehen. Das war ein Versehen. Ich hatte mit einem fetten rosa Elefanten gerechnet und, naja, schau doch selbst. Und das war dein Satz? Das war mein Satz. Toni? Du hast vergessen, mir das Nasenbein zu brechen. Zack, kaputt. Weinen, lachen, vergeben. Das ganze Zeug. Toni? Also ich glaube... Ach ja, so ein Frauenschweigen ist natürlich manchmal... Was, Pyramide? Nee. Was sag ich mit Pyramide? Ich kann mir nicht helfen. Ich finde meinen kleinen Fauxpas absolut nachvollziehbar. Ich möchte die Süßigkeiten, die da rausgefallen sind... Kann mich am Bart ankleben? Ich glaube, das ist noch die Krönung, die jetzt noch fehlt. Oder noch einen Pfeil in den Hintern schmeißt. Alter, warum steht denn die nicht auf? Steh auf!
Mann. Ah, nicht ohne Knickerfolie. Niemand kann behaupten, ich würde nicht dazulernen. Ja, okay. Können wir die jetzt... Ah, nee, wir haben die, wo ist die Knickerfolie? Ach, die ist noch hier drin. Nee. Ach, nein, die haben wir ja schon benutzt. Die haben wir ja unten im Porzellanladen benutzt. Ich erinnere mich. So. Was ist passiert? Keine Panik, ich habe alles im Griff. Es sieht aber nicht danach aus. Wenn überhaupt, scheint mir deine Freundin noch wütender als zuvor. Ich sagte, ich habe das im Griff. Okay? Aber die Zeitlinie. Scheiß auf deine dämliche Zeitlinie. Ich habe hier echte Probleme. In der echten Welt. Okay, Gammelgalf? Das muss ein Albtraum sein. Oh, Rufus wird aggressiv. So kennt man gar nicht. Gucken wir mal in Bernards Hütte, wir brauchen immer noch die Raketen. Vergiss es, Paps. Nichts, was du sagst, könnte mich umstimmen. Das hat deine Mutter damals auch gesagt. Die Worte frische Kekse haben es schließlich getan. Knopfe die Klopf? Hey, Rufus. Hallo, Bernard. Wie schlimm ist es diesmal? 9,8, würde ich sagen. Mach eine Runde 10 draus. Du sprichst noch mit mir. So schlimm kann es also gar nicht sein. Nein, aber das können wir auf keinen Fall sagen, dass ihre Mutter aussieht wie ein Elefant. frische Kekse? Ach komm schon, Toni. Wollen wir uns wieder vertragen, hm? Was denn? Nicht mal ein kleiner Grunzlaut? Okay, das bringt halt nichts. Frische Kekse! Es klappt nicht. Warum klappt es nicht? Keine Ahnung. Hast du Würfelzucker dabei? Also, die beiden. Immerhin sind die Gläser noch heil. Wie jetzt? Zählt das denn gar nicht? Warum habe ich mich denn dann so angestrengt, sie nicht kaputt zu machen? Ja, okay, nein. Es tut uns einfach leid. Okay. Es tut mir leid. Da! Ich hab's gesagt. Zufrieden. Du checkst es einfach nicht, oder? Du kannst nicht ständig alle Zelte abbrennen und trotzdem hoffen, dass es so bleibt wie immer. Irgendwann ist Schluss. Und dieser Augenblick ist jetzt. Aber darum geht's doch. Alles ist bereit. Wir können endlich nach Elysium. Zu neuen Ufern. Das ist kein neues Ufer. Das ist dasselbe dämliche Ufer wie beim letzten Mal. Und bei dem davor. Und am Ende wird es sich als Sackgasse herausstellen. Und da liegst du eben falsch. Zufällig weiß ich genau, dass ich es schaffen werde. Ich hab's nämlich gesehen, jawohl. Aber nicht mit dir. Oh nein. Ich werde eine Elysianerin kennenlernen. Eine, die mich versteht. Rufus? Tja, da guckst du, was? Diesmal mache nämlich ich Schluss. So, such dir einen anderen Idioten, der dich und dein Gemecker aushalten muss. Du hast mich ausgehalten? Oh, oh. Genau. Aber meine Geduld ist am Ende. Du hast mich ausgehalten? Toni, beruhig dich. Ach du lieber Lumpi, das ist eine Katastrophe. Nein. Entspann dich. Toni hatte schon immer diese Tendenz zur spontanen Selbstentzündung. Drehen wir halt nochmal die Zeit zurück. Ah. Oder, weißt du was? Wir lassen es einfach. Das Chrono-Car. Was haben wir getan? Wir haben den Lauf der Geschichte unwiderruflich verändert. Beruhig dich mal. Passiert. Toni wäre auch so nicht mitgekommen. In meiner Vision verlief der Streit ganz ähnlich. Bis auf ein, zwei unbedeutende Details vielleicht. Was? Aber... Außerdem willst du eh nicht, dass sich die Geschichte wiederholt. Glaub mir. Bei Licht besehen war es eine ziemlich dämliche Geschichte. Hatte nicht mal ein Happy End. Aber wir waren uns doch einig, dass diese Vision nur ein Traum gewesen sein kann. Wieso? Weil es unmöglich ist, sich an Geschehnisse aus der Zukunft zu erinnern? Das... Oh! Genau! Ich wette, all das hier ist schon einmal passiert.
meine Pläne, nach Elysium zu kommen, der Streit mit Toni und dass ich die Welt gerettet habe. Du hast was? Die Welt gerettet? Noch nicht. Und ob ich es wieder mache, überlege ich mir noch. Ach du liebes Lottchen, wie kann ich nur so dumm gewesen sein? Genau, denk über deine Fehler nach. Ich gehe derweil nach Elysium. Diesmal lasse ich mir mein Happy End nicht nehmen. Alles klar. Ja, was wollen wir dazu sagen? Das hat auf jeden Fall nicht so gut funktioniert, was unser guter McChronicle hier vorhatte. Dass das passiert, damit habe ich auch überhaupt gar nicht gerechnet. Da hinten ist übrigens Elysium. Für alle, die nicht wissen, was das ist. Das da ist es. Und ja, die Korbe nehmen wir noch mit. Ich hoffe, Bernard ist gut versichert. Können wir nicht mitnehmen? Ich hoffe, Bernard ist gut versichert. Ja, aber die Korbe, nimm die Korbe mit. Ich hoffe, Bernard ist gut versichert. Okay, dann halt nicht. So, wir haben jetzt einen Trümmerteil und die Sachen. Wir quatschen mal kurz mit McChronicle. Vielleicht gibt's was Neues. Jetzt bin ich der Tod geworden. Zerstörer der Welten. Wurde ja auch Zeit, dass ich diesen Spitznamen mal loswerde. Ja, okay. Gucken, was macht Tonis immer? Die liegt immer noch da wie so ein gestrandetes Walross. Ja, bleib halt liegen. Damit kriegen wir unseren Ofen an. Damit können wir endlich hier abdachsen. Die Frage ist nur, was ist mit dem Zeug? Müssen wir das mitnehmen? Wisst ihr was, Freunde? Wir gucken uns noch einmal schnell um hier. Gibt's hier noch irgendwas? Tack ist weg. Wo ist Tack? Hier war schon Ruhe, bevor wir angekommen sind. Das ist auch ein bisschen komisch. Gehen wir uns. Ah, okay, jetzt ging's wieder. Quatsch noch mal kurz mit Wenzel, verabschieden uns. Hey, Wenzel! Hey, Rufus! Lust auf eine Partie Faulobst legen? Na, wir spielen nochmal eine Runde. Lass uns spielen. Hast du einen Gegner? Ich? Ich? Ja, genau. Was ist mit dem Rattenjungen? Der darf nicht mitspielen. Hä? Warum nicht? Weil er noch zu klein ist. Okay. Ich muss weiter. Mein Mantel nimmt langsam den Geruch deines Faulobstbottichs an. Also wir haben halt auch jetzt nichts mehr, um da irgendwie... Wir können halt den Hahn nicht mehr holen, weil die Bude explodiert ist. Dementsprechend können wir das alles nicht mehr machen, was wir vorhin gemacht haben. Wir gehen jetzt einfach zu dem Ballon. Gucken, ob wir jetzt hier abreisen können. Trümmerteil rein. Jawohl. Und auf geht's. Elysium, ich komme. Und wir reisen davon. Was machst du? Rufus, du Pestbeule! Willst du mich umbringen? Das ist zwar Plan B, aber wir können gerne eine Phase überspringen. Na warte, du hast Toni das letzte Mal gesehen. Ich werde ihr verbieten, dich noch einmal zu treffen. Nur zu, ich bin eh durch mit ihr. Wie mit überhaupt allem hier. Jetzt musst du nur noch loslassen. Bist du wahnsinnig? Ich brech mir alle Knochen. Bei deinen Speckpolstern? Unwahrscheinlich. Ah, okay, wir können interagieren. Tonis Mutter. Endgegner. Jetzt wird's knifflig. Und nun Ankerlichten. Und tschüss. Mach's gut, du Furie. Was sagst du? Ich sag dir, ich kann dich nicht hören. Was? Ach so! Oh! Der Ballon brennt! Oh nein! Rufus! Wo ist der hin? Haltet ihn! Zu den Fackelmänner! Oh nein! Oh, oh, die haben ja vielleicht eine Scheißlaune. Ich mach mal lieber, dass ich wegkomme. Das lief nicht so gut. Wir müssen ja schnell weg. Oh! Fürchte dich nicht, Rufus. Wir kommen in Frieden.
Ach ja? Warum terrorisiert ihr mich dann ständig? Es muss alles so passieren, wie es schon einmal passiert ist. Nee, das könnt ihr voll vergessen. Und überhaupt, was soll dieser dämliche Aufzug? Wir haben eine Form gewählt, die dein menschlicher Verstand begreifen kann. Was Verstand angeht, seid ihr offenbar keine Experten. Siehst du, ich hab doch gesagt, dass das mit dem Kostüm eine Fufnex-Idee ist. Nur weil du ständig aus der Rolle fällst. Wir können ja tauschen. Du wirst mit Sicherheit der bessere Elefantenschischnox. Hallo! Ich unterbreche ja nur ungern, aber ich muss dringend nach Elysium. Nein, das darf nie passieren. Alles muss so bleiben, wie es immer war. Du meinst, wie es schon immer gewesen sein werden würde. Wie es schon immer gewesen sein worden wäre. Wie es geworden worden wäre. Worden gewesen wäre. Oder nicht? Nee. Es wäre gewesen worden. Sein. So stimmt es. Was labern die beiden da eigentlich? Fufnex, es wäre geworden gewesen gewesen. Alter. Bisschen übertrieben, aber... Gute Reise, Dumbo, okay. Elefant. Rufus, der Elefant, ich meine, der Zeitreisende, er ist wieder hier. Wahr. Musste schon wieder los. Dann muss er etwas zurückgelassen haben. Meine Messwerte sind eindeutig, als hätte sich ein Tor geöffnet. Ja, hier schnell runter, hier schnell runter. Tor klingt super. Ich hoffe, es hat eine Zugbrücke und Pechnasen auf den Zinnen. Was zum Willi? Was ist das denn? Ja, erstaunt, Professor Ziegenbart, was? Das nenne ich mal eine Zeitmaschine. Und wie sauber sie eingeparkt wurde. Lass bitte dein Geodreieck stecken, bis wir den Lynchmob abgeschüttelt haben. Schweren Herzens. Können wir noch irgendwas? Ne, wir können echt nichts mehr machen. Dann steigen wir mal in das UFO. Oh, nice. Das sieht echt gut aus. Wow, das sieht kompliziert aus. Durch die Zeit zu reisen ist eben nicht dasselbe wie Sicherung zu wechseln. Ha! Wo wir hingehen, brauchen wir keine Sicherung. Weißt du, wie man das Zeug einschaltet? Himmel, nein! Dafür wären theoretisch monatelange Analysen vonnöten. Theoretisch. Dies, lieber McChronicle, hingegen ist die Praxis. Schau zu und lern. Ja, wir haben halt keine Wahl. Wir drücken den roten Knopf und wir sehen, wo es hingeht. Beziehungsweise den braunen Knopf. Oh Gott. Das ist doch... Elysium! Endlich ist das Glück mal auf meiner Seite. Bleibt nur zu hoffen, dass man hiermit das Reiseziel einstellt und nicht das Ziel für die Tachyon-Torpedos. Das scheint nicht wirklich was zu verändern. Okay. Okay. Das bringt halt auch nichts. Was sagt McChronicle dazu? Mr. McChronicle. Energie. Was für Energie? Plasmatisch oder exotherm? Und welche Polarität? Ach, du bist Gott. So ein Spielverderber. Okay, also können wir nichts weiter machen, außer bestätigen. Da, ich habe es zum Laufen gekriegt. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Natürlich Nein. weiß ich das. Ich rate. Und jetzt volle Kraft voraus. Oh Gott. Ups, das war dann wohl die Pannenshow. Der Rückwärtsgang. Bitte sei vorsichtig. Meine Bewegungsnausea. Ja, ja, entspann dich. Während du dich gut festhältst. Das ist Elysium. Ich habe es tatsächlich geschafft. Den Anzeigen zufolge ist es ein zukünftiges Elysium. Ach, welches Elysium ist doch vollkommen wurscht. Ich kenne ja hier eh keinen. Obwohl, da war diese Frau in meiner Vision. Wie weit in der Zukunft sind wir? Schwer zu sagen. Ein Jahr, zwei maximal. Sehr gut. Dann dürfte ihre Haut ja noch nicht den labbrigen Falten bis zum Boden runterhängen. Ist das wirklich deine einzige Sorge? Ja. Aber nicht doch. Momentan sorge ich mich, ob ich noch einen guten Platz am Pool bekomme. Was? Wir können doch nicht einfach... Falsch. Du kannst nicht. Ich kann.
Und ich werde. Viel Spaß beim Knöpfchen drehen, du Blindfisch. Alles klar. Ich glaube, Knöpfe drücken haben wir jetzt eigentlich mehr als genug. Tür zur Abstellkammer, Tür links. Wir nehmen erstmal die Tür links. Hallo? Jemand zu Hause? Die Geisterstadt ist ein Rummelplatz im Vergleich zu dem hier. Ich muss mal kurz die Musik ein bisschen leiser machen. Lautstärke Stimmen ist schon eine volle Pulle. Musik noch ein bisschen so. Ne, so. So. Okay. Gehen wir mal hier weiter. Aha, diese Tür ist einen Spalt breit offen. Wollen wir doch mal gucken, ob... Nee, kombiniere. Ich bräuchte eine Art Hebel. Okay, dann drücken wir mal den Knopf. Komm. Wie jetzt? Kein Strom? Oh, das Gott. Sind ja geradezu deponiöse Zustände hier. Schade, dass unsere Sachen weg sind. Hätten wir vielleicht doch noch irgendwas damit machen können. Aber ich bin mir nicht so sicher. Oh, das sieht doch mal schön aus. Oh, wie der sich freut. Ja. Irgendwie sind wir hier verkehrt. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber... Nein! Das stimmt doch nicht! Das ist sicher nur wieder dieser Albtraum. Elysium kann nicht abgestürzt sein. Wann soll denn das bitte passiert sein? Hallo? Bing, 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 bing. Ich will mit dem Verantwortlichen hier reden. Das wäre dann wohl ich, wenn Sie die Freundlichkeit besäßen, mich aus diesem Schutthaufen zu befreien, kann ich Ihnen gerne alle Ihre Fragen beantworten. Ich stelle hier die Bedingungen, klar? Wie Sie meinen. Okay. Vanille, Schoko, Tutti Frutti. Schwierig, schwierig. Tutti Frutti. Wie jetzt? Kein Strom? Ah, schade. Und sowas nennt sich Elysium? Hätte ja klappen können. Okay, dann nehmen wir mal das Rohr. Stillhalten? Das könnte jetzt etwas wehtun. Was haben Sie vor? Wart's ab. Tun Sie schon was? Ja, scheiße. Nein, wieso? Okay, kommen wir an die Stange ran? Ja. Okay. Und sonst so? Ach, Sie wissen ja, wie das ist. Stress auf der Arbeit, Stress in der Familie. Holen Sie mich endlich hier raus! Schon gut, schon gut. Hey, hab's doch mal nicht so eilig. Mal ein bisschen menschlich sein dürfen. Entschuldigung, das sind die Nerven. Ich bin es einfach nicht gewohnt, dass Ihre Entenlose aus dem Arm baumeln. Buh. Okay, dann nehmen wir mal die Stange und befreien den jungen Mann da. Vielleicht, wenn ich das Rohr hinter diesen Stumpf da klemme und... Aua! Das ist mein Bein! Jammer nicht. Oh, Entschuldigung. Ohne den Fuß war es schwer, als solches zu erkennen. Die ist zu groß für den Eislift. Zu schade. Das wäre ein famoses Eis am Stiel geworden. Was Blumen angeht, bin ich ausnahmsweise einmal kein Experte. Darum habe ich auch die Gartenarbeit immer Toni überlassen und ihr auch nichts zum Jahrestag geschenkt. Dafür brauche ich nur meine Finger und meinen legendären Heißhunger auf Kaltspeisen. Okay, also können wir mit dem Rohr jetzt noch nichts machen. Entweder hier fehlen Blumen oder ein Kastenbrot hat sein fliegendes Auto ungünstig geparkt. Oh Gott. Eingeklemmter Rohr. Tutti Frutti. Was passiert, wenn wir die drücken? Wie auch jetzt? Nichts. Kein Strom und so. Ne, das hat man schon. Und sowas. Wie jetzt? Auch und nicht. Sowas nicht? Ne?
So einen wollte ich immer für mein altes Zimmer haben. Zu dumm, dass genau an dieser Stelle die Gasleitung verlief. Aber das neue Zimmer hat auch was. Oh nein, der Rufus, der macht mich fertig. Was kann man hier noch machen? Der Knopf, da ist nichts passiert. Das Plakat. Luftballons zu gewinnen. Endgeil. Ah, wir können doch bestimmt hier rein. Jawohl. Na toll, außer Besen nichts gewesen. Eine Abstellkammer. Ein Höhepunkt purzelt über den nächsten. Okay, was haben wir hier alles? Wir haben ja eine Paintball-Gun. Geil. Die Hauptsicherung. Na, gucke. Bitte was? Was zum... Ballons? Also mit so einem Kinderkram, also Moment mal, sind das etwa Heliumballons? Aber natürlich! Wie die, die man benutzt, um schwere Trümmerteile abzutransportieren? Das wäre mir neu! Kein Wort mehr. In diesem kongenialen Denkapparat formt sich gerade der Plan zu einem neuen, brillanten Manöver, über das noch Generationen sich miteinander unterhalten werden. Vorausgesetzt, sie kriegen vor Staunen den Mund zu! Sollte so sein, ja. Oh Gott. Tausender Applaus, die Menge tobt. Endlich ein würdiger Kandidat im Kampf um die Krone beim Paintball-Zielschießen. Yeah! Ein angemessener Empfang. Was muss ich tun? Es ist ganz einfach. Du schießt mit deiner Paintball-Gun auf die Zielscheibe. Triffst du ins Schwarze, bekommst du 20 knallbunte, 40 lustige Ballons. Verfehlst du, bekommst du zum Trost 20 rückgratstarken, schmunzelnde Ballons. Du kannst nur gewinnen. Oh Gott. Ich brauche keine Almosen. Ich werde mir die Balance mit einem ehrlichen Treffer ins Schwarze verdienen. Da bin ich ja mal gespannt. Halt den da raus. Das hier ist eine Sache zwischen dir und mir. Okay, was können wir hier? Was ist das? Fragezeichen? Okay, wir probieren es mal. Paintball Gun. Und los geht's. Da ist ja gar keine Munition drin. Ah, ich hab's mir gedacht. Was für ein Verderberladen ist das denn hier? Okay, Freunde. Dann funktioniert das jetzt noch nicht. Wir müssen uns ja mal nach ein paar Kugeln umsehen. Wir brauchen Patronen. Wir müssen gucken, was hier passiert ist. Warum brennt Elysium? Ich meine, was ist das für eine Zukunft? Wo sind wir hier? Kommen wir wieder zurück? Wie geht das Ganze weiter? Danke nochmal fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es weitergeht. Und bis dahin. Ciao.